Hallo, hallo. Heute mal wieder ein ungeschminktes Video. Ich habe mich jetzt dazu überwunden, einen Spaziergang zu machen und nutze den, um ein YouTube-Video kleines zu machen, was mir schon seit 2 Tagen auf dem Herzen liegt. Ein Lob auf die Freundschaft. Ja, mit diesem kleinen Video möchte ich bei meinen Freunden mich bedanken, die mich immer wieder unterstützen und die ein Ohr für mich haben und die ein warmes Herz haben und mir zuhören, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin ein Hypersensibelchen, was man mir nicht so auf Anhieb ansieht, aber ich bin ziemlich angeschlagen von meiner ganzen Lebensgeschichte her und gleichzeitig immer wieder, ich würde jetzt mal sagen, sehr schnell gerate ich aus der Fassung, muss immer wieder nach meiner Mitte suchen. Ich arbeite hart an mir, mein ganzes Leben lang, aber es gibt immer wieder Situationen, die mich komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Und was mir dann hilft, das sind meine Freunde. Liebe Freunde, ich danke euch. Ich danke euch. Ich bin mir sicher, ich nerv euch manchmal mit meiner ganzen aufgedrehten, überspitzten, für euch vielleicht hysterischen Art. Das weiß ich. Und ich mute es euch zu, euch damit zu belasten, weil ich auch daran glaube, erstens, dass Menschen belastbar sind und dass ihr auch Nein sagen könnt, wenn es euch zu viel ist. Und andererseits bin ich auch für euch da und bin als Therapeutin für meine Klienten zuständig und weiß, wie wichtig das Zuhören ist und wie wichtig der liebevolle Kontakt ist, gerade wenn wir das Gefühl haben, Angst zu haben oder überfordert zu sein oder praktischen Rat brauchen oder einfach jemanden, der sagt, ja, das ist wirklich ganz schlimm, was du da erlebst und ich verstehe dich. So einfach kann es manchmal sein und dann geht es einem schon besser. Genau, dieses ist also ganz, ich weiß, dass alle, die ich jetzt hier meine, ganz genau wissen, dass sie gemeint sind, wenn ich das zu ihnen sage. Und ja, ich bin auch dankbar mir, dass ich inzwischen Freunde habe. Es war nicht immer so. Also ich hatte manche Freunde, aber die waren so weit weg und ich habe mich auch nicht getraut, mich so wirklich zu öffnen und die Freundschaft zu nutzen. Und das ist jetzt anders. Und noch einmal danke an euch alle. Ich wünsche euch einen schönen Tag.